Grüß euch Leitl, ich bin's euch, Luki Ziesel. Und wir machen heute ein gebratenes Rinderfilet mit Haselbackkartoffeln, geschmorte Balsamico-Zwiebeln, getrocknete Paradeisern und gebratene Salatherzen. Wir starten zuerst mit unseren Haselbackkartoffeln. Und zwar nehmen wir da speckige Kartoffeln her. Und da habe ich einen kleinen Trick für uns. Und zwar nimmt man da einfach zwei Kochlöffel. Die tut man sich parallel zueinander hin. In die Mitte eine kommt die Kartoffel. Und die sorgen dafür, dass man den Kartoffel nicht durchschneidet. Jetzt kann man das da ganz dünn oberschneiden und ganz durchschneiden. Und der Kartoffel bleibt immer noch ganz. Das sieht man so ganz schön. Wenn wir unsere Kartoffeln dann alle eingeschnitten haben, geben wir das einfach auf ein kleines Backblech mit ein bisschen Backpapier. Nehmen wir da unser Olivenöl, dann das ein bisschen drüber träufeln. Dann wird das Ganze einfach mit ein bisschen Salz und Pfeffer gewürzt. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Rosmarin und Thymian. Dass wir ein paar frische Kräuter dabei haben. Wenn wir das Ganze dann schön gewürzt haben, kommt das Ganze dann 45 Minuten bei 180 Grad ins Rohr, bis das Ganze einfach eine schöne Farbe hat. Für unser Tomatengemüse haben wir da schon vorbereitet blanchierte große Tomaten. Die haben wir einfach entkernt und enthaltet, eben dass die Haut da eben nicht störend ist. Das geben wir da aufs Backpapier drauf, schön verteilen. Und da haben wir noch ein paar kleine Sherry-Tomaten, rote und gelbe, die kommen einfach auch drauf. Die haben wir vorher natürlich gewaschen. Die haben nicht so eine dicke Haut wie die großen Tomaten, darum tun wir die mit Haut drauf. Dann wird das Ganze natürlich auch wieder gewürzt. Gleich wie unsere Kartoffel vorher. Knoblauch, Olivenöl, Meersalz und einen schwarzen Pfeffer. Ein paar Kräuter oben drauf. Und dann kommt das Ganze einfach zu unserer Kartoffel ins Rohr rein. Für unsere Balsamico-Zwiebeln haben wir uns da schon weiße Zwiebeln vorbereitet. Die haben wir einfach geschält und halbiert. Und die kommen jetzt einfach in eine Teflonpfanne rein, die ist schon leicht vorgeheizt. Dann kommt da einfach noch ein bisschen Butter dazu. Und ein bisschen Olivenöl. Und dann geben wir den Ganzen eine richtig schöne Farbe. Und wir dann natürlich auch ein bisschen gleich mitwürzen, wieder mit Salz, Pfeffer, ganz klassisch. Das kommt eigentlich bei mir überall dazu. Und dann lassen wir die sicher mal 4-5 Minuten eine schöne Farbe kriegen. Wenn dann die Zwiebeln schon eine leichte Farbe gekriegt haben, geben wir noch ein kleines Stängel Rosmarin dazu. Und dann wird das Ganze mit Balsamico-Essig abgelöscht. Und dann lässt man das ein bisschen einreduzieren, bis das dickflüssig wird. Da sieht man dann schon, dass die Zwiebel schon richtig schön dunkel wird. Und dann wird das Ganze noch zum Schluss mit ein bisschen Gemüsebrühe abgelöscht. Und dann lassen wir das Ganze circa mal für 20 Minuten einkochen, bis der Zwiebel richtig weich ist. Weiter geht's nachher mit unserem österreichischen Rinderfilet. Da sieht man schon mal ganz schön eine wunderschöne Färbung. Gewürzt wird das Ganze bei uns nur klassisch wieder mit Salz und Pfeffer. Mehr braucht das Ganze eigentlich nicht. Zum Anbraten haben wir unsere Pfanne einfach schon erhitzt. Relativ stark erhitzt schon, weil das Fleisch soll die Poren relativ schnell zuziehen. Dann wird das Ganze auf beiden Seiten schön anbraten. Ich hätte jetzt einmal gesagt, 2 Minuten auf jeder Seite, dass das richtig schön goldbraun ist. Wenn das Rinderfilet nachher auf alle zwei Seiten schön goldbraun angebraten worden ist, dann kommt das Ganze einfach raus und dann schieben wir das Ganze ins Rohr ab, ca. 10 Minuten bei 180 Grad. Wenn wir dann die Rinderfilets aus dem Rohr gegeben haben und ein bisschen rosten haben lassen, ca. 5 Minuten, dass sich das Blut einfach schön verteilt, dann wird das Rinderfilet einfach nochmal nachgebraten, ganz klassisch mit Olivenöl und ein bisschen Butter. Wie gesagt, ein paar Aromaten dazu, Rosmarin, Thymian, ein bisschen Knoblauch noch. Und dann geben wir das Ganze raus, wieder zurück aufs Blech. Und dann braten wir ganz kurz unsere Salatherzen nochmal an. Das tun wir gleich ins Gleiche rein, weil dann bleibt der ganze Geschmack noch drinnen. Ein bisschen Salz vielleicht noch dazu. Ein bisschen Jungzwiebel. Dann tun wir noch ein bisschen Zitrone dazu. Und dann sind wir eigentlich eh schon fertig, dass wir anrichten können. Wir starten mit unserem Rinderfilet. Schneiden wir einfach 2 schöne Tranchen runter. Dann tupfen wir das Ganze einfach noch schnell ab, dass der Fleischsaft, was vielleicht noch ein bisschen austreten, noch ein bisschen abtropfen kann. Dann platzieren wir unsere herrlichen Kartoffeln drauf, unsere herrlichen Ofentomaten, dann kommen unsere glasierten Balsamico-Zwiebeln drauf und zu guter Letzt kommen dann unsere Salatherzen drauf, die gebratenen. Dann kommt noch ein bisschen Demi-Glace oben drüber und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und frohe Ostern, euer Luki.